apocalypse. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von GTA 5. Ich bin wieder auf dem 5M-Server vom Germany V und ich habe heute eine Menge Sachen, die ich euch zeigen möchte. So, heute für meinen Teil bin ich erstmal im Rettungsdienst unterwegs. Denn ich möchte euch mal die ein oder andere Sache vorstellen, die sich hier geändert hat, was man alles machen kann und wie man natürlich zum Rettungsdienst bzw. Notarzt wird und wie man da halt hinkommt. So, genau, ich fange am besten mal an. Ich bin jetzt erstmal in einem Krankenhaus. Da könnt ihr gerne mal gucken, wenn ihr die Karte öffnet, wie kommt ihr denn eigentlich dahin? So, ihr findet hier auf dem Germany V-Server dieses eine Symbolchen, ne? Das zeigt halt das Krankenhaus an. So, da geht ihr einfach mal hin und geht hier erstmal rein ins Gebäude. Dann seht ihr erstmal hier vorne die Info. Hier sind meistens eure Leute. Dann müsst ihr euch anmelden und so weiter und dann werdet ihr weitergeleitet. So, und wenn ihr dann irgendwann im Rettungsdienst sein solltet, dann habt ihr natürlich den Status Praktikant, ne? Das hat natürlich jeder. Hat auch einen Grund, damit man auch sehen kann, ja guck mal, die Person, die gibt sich Mühe oder halt auch nicht. Und dann wird halt später entschieden, ob die halt übernommen wird oder nicht. So, aber bisher der aktuelle Stand ist eigentlich so, dass noch gar nicht so viele Leute im Rettungsdienst drin sind. Naja, weil das vielleicht die meisten gar nicht machen wollen. Aber ich persönlich finde das mega cool. Das ist sehr, sehr interessant. Gerade mit den richtigen Leuten macht das auch richtig viel Spaß. So. Nachdem ihr euch umgezogen habt, ne, das wird halt alles noch gefixt. Ihr müsst hier ins Krankenhaus gehen und dann könnt ihr eure Klamotten an- und ausziehen. Habt das jetzt natürlich schon gemacht. Das wird alles noch vereinfacht, dass ihr auch hier reinlaufen könnt zum Beispiel und dann halt auch die Sachen komplett gleich ändern könnt. So, wie gesagt, ich habe die alle schon angezogen und nachdem ihr das gemacht habt, geht ihr erstmal hier in das Fahrzeugsymbol. Dann drückt ihr die Taste E auf der Tastatur und dann habt ihr hier eine Auswahlmöglichkeit. Öffne Garage, parke Fahrzeug in der Garage oder Fahrzeug laden. So, dann müsst ihr natürlich auch erstmal euer Fahrzeug raussuchen, was ihr eigentlich auch nehmen sollt oder beziehungsweise worauf ihr eigentlich zugeteilt wurde. Ich zeige euch am besten mal jetzt anhand diesen Fahrzeugen die Johanniter-Einsatzfahrzeuge. Ich habe da schon so ein paar Vorbereiter. Hier stehen eigentlich ganz, ganz viele rum, die ich euch hier gerne einmal zeigen möchte. Und ach so, ja gut, der ist natürlich jetzt nebensächlich. Das war bloß eine kleine Kostprobe. Also bitte jetzt diesen Kratzer da vorne nicht beachten. Das, oh, hinten ist er auch kaputt. Oh mein Gott. Wenn das der Chef sieht, immer. Ach du meine Güte. Ja, hier ist er hier. Erster Tag und gleich. Er hat sie mir kaputt gemacht. Nee, den habe ich ja schon mal vorgestellt. Da hat sie auch nicht so viel geändert. Das ist einer von mehreren RTWs hier, die man hier im Krankenhaus bedienen kann. So, dann haben wir hier noch einen schönen KTW, einen Krankenbeförderungswagen von der Johanniter. Den habe ich euch auch schon mal gezeigt. Und dann haben wir hier drüben noch ein NEF, also ein Notarzteinsatzfahrzeug. So, zu den Funktionen. Da würde ich gerne mal euch ein bisschen was zeigen. Also ihr könnt erstmal einsteigen mit der Taste F. Dann könnt ihr euch anschnallen. So, mit der Taste B, wie Bertha auf der Tastatur. Und dann könnt ihr auch erstmal mit K, wie Kanister, könnt ihr das Fahrzeug erstmal starten und dann fahren wir erstmal raus. So, also wie gesagt, ich zeige euch heute mal erstmal so ein bisschen die Funktionen. Und dann später, wenn noch mehr Leute jetzt dann drauf sind auf dem Server, die aktuell auch schon sind, dann können wir vielleicht auch mal den einen oder anderen Einsatz demonstrieren. Denn aktuell bin jetzt bloß ich und ein anderer Admin auf dem Server. Die werden auch gerade irgendwelche Arbeiten dran gemacht. Also bitte nicht wundern. Normalerweise ist zu dieser Zeit der Server fast voll. Okay, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber es sind wirklich schon sehr viele Spieler drauf in jeder Branche. Das ist wirklich schon mal richtig, richtig erstklassig. So, gut. Dann als nächstes könnt ihr halt entscheiden, ob ihr First Person oder Third Person fahren möchtet. Das ist halt ihnen überlassen. So, dann könnt ihr mit der Taste Q, wie Qualle, das Blaulicht einschalten. Die kann man natürlich auch nochmal umschalten. Also man kann die Modi, die Blinklichter sozusagen, die Frequenz einmal ändern. Dann habt ihr hinten das Heckwarnsystem, also eigentlich alles, was man so braucht. Mit der Taste H wie Hupe
könnt ihr das Licht einschalten. Ne? Sieht man auch hier. Und dann als nächstes haben wir hier die Taste 1. Das sind schöne Hörner. Taste 2. Und die Taste 3. Alles deutsche Hörner. So, für die ganzen Einsatzfahrzeuge hier auf dem 5M-Server. Ja, ansonsten mit Taste E haben wir die ganz normale Hupe. Und das sollte es eigentlich erstmal gewesen sein für dieses Fahrzeug. So, um jetzt wieder auszusteigen, müsst ihr euch jetzt abschnallen. Ich habe schon so oft probiert, ohne Abschnallen zu machen. Ich dachte so, hat sich das Spiel jetzt aufgehangen? Nein, ihr müsst euch immer wieder abschnallen und dann könnt ihr eigentlich auch schon loslegen. So, hier steht Öffnen. So, habt ihr gesehen? Da öffnet sich ein Laptop. Da können wir auch ganz kurz mal hingehen. Achso, stimmt, das ging bloß von der einen Seite. Gehen wir mal hier hin. Ich weiß nicht, ob das jetzt genau funktioniert. Das funktioniert jetzt nicht so ganz. Ist halt noch ein bisschen buggy. Wie gesagt, das wird doch alles noch gefixt später. So, genau. Also kann man sich halt, wie gesagt, hinten hinsetzen an den Laptop und dann kann man daran auch arbeiten, falls man den halt braucht, ne? Als Notarzt. So. Was ich aber noch richtig cool finde, das ist erstmal die Funktion bei diesem Fahrzeug zum Beispiel. Also bei den ganzen KTWs, RTWs kann man eine schöne Sache, wie ich finde, aktivieren und deaktivieren. Die Funktionen sind identisch. Die findet ihr auch in der Polizei wieder, in der Feuerwehr. Kommt drauf an, was ihr gerne machen möchtet auf dem Server, ne? Aber dazu können wir später, in den nächsten Videos. Also im nächsten Video kommt dann sicherlich die Feuerwehr und dann vielleicht die Polizei oder umgedreht. Das werden wir auf jeden Fall noch sehen. So. Genau, dann gehen wir erstmal hier hinten ran, ans Heck, an die Hecktüren. Und hier können wir, Achtung, die Tür schlägt ganz schön gewaltig aus. Können wir hier nämlich einmal, upsala, die Liege rausnehmen. So. Die werden wir jetzt erstmal, wartet. Die werden wir jetzt erstmal hier aufstellen, so. Und dann kann man hier, was ich auch richtig cool finde, wenn man eine Person hat, die da auf die Liege drauf muss, kann man alles auch runternehmen, so wie man das gerne möchte. Das macht ihr mit der Taste E. Dann müsst ihr hinten an den KTW bzw. an den Rettungswagen, an den RTW und müsst dann sozusagen die Trage aus dem Fahrzeug nehmen. Und da könnt ihr durchaus auch die Person raufpacken. Und das finde ich so geil. Das ist richtig schön gelöst. Also Patrick, falls du das Video siehst, also Hut ab, was ihr hier auf die Beine gestellt habt. Das hat mich richtig glücklich gemacht, muss ich wirklich mal sagen. So, nee, das ist das falsche Fenster. Ja, wie gesagt, das ist die Liege, die Trage. Da kannst du auch wieder rangehen mit E und dann kannst du sie wieder in die Hand nehmen und dann kannst du halt entweder zum verletzten Patienten oder die zurück in das Fahrzeug bringen. Genau. So, unter anderem haben wir noch eine schöne Funktion mit der Taste F6. Ich weiß, also die ganzen Sachen, die ich hier so erzähle, ne? Die werden euch auf jeden Fall auch sehr schnell eingeprägt. Denn ihr seid natürlich nie alleine. Also ihr habt immer wieder Unterstützung von anderen Kollegen, Kameraden, von den Admins. Die sind da wirklich aktiv dabei, um jeden neuen Spieler hier mit Herzen aufzunehmen. Also ihr habt wirklich immer die Möglichkeit zu fragen, falls ihr irgendwas nicht wisst oder Bescheid wisst oder wie ihr was machen müsst. Da habt ihr immer wieder die Leute, die euch natürlich den Rücken frei halten. So. Nur mal am Rande, ne? Nicht, dass ich jetzt die ganzen Funktionen hier zeige und ihr habt das sowieso wieder vergessen. Natürlich könnt ihr euch das Video dann nochmal anschauen, bis ihr das irgendwann verstanden habt. Also so viel ist es eigentlich gar nicht, wenn man das mal so sieht. So, hier habt ihr nämlich ein Krankenhausmenü, nennt sich das. Das ist ganz, ganz wichtig für den Rettungsdienst und für den Notarzt. Da könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr, ich kann das jetzt natürlich nicht zeigen, wenn ihr eine verletzte Person vor euch habt, könnt ihr die Person entweder wiederbeleben. Das alles bestätigt mit Enter. Kann ich euch kurz mal zeigen. Dann steht natürlich da, keine Person in der Nähe. Dann könnt ihr eine kleine Wunde, eine große Wunde verbinden und eine Person ins Fahrzeug verfrachten. Das ist natürlich eine schnelle Funktion. Dann müsst ihr halt nicht sozusagen die Trage rausholen, dann habt ihr die Person gleich im Fahrzeug drin. So, müsst ihr aber nicht unbedingt machen. Ihr habt da Billing, da könnt ihr einen Betrag eingeben. Und was hier auch ganz, ganz wichtig ist noch bei diesem F6-Fenster, nenne ich das mal, ihr habt hier die Möglichkeit Emergency Arrival, also der Rettungsdienst ist sozusagen aktiv bzw. nicht aktiv oder einsatzbereit oder nicht einsatzbereit. Da drückt ihr einmal grün
Und dann bekommt ihr die Info unten links. An emergency is in service you have first. Genau, also das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Dann seid ihr auch einsatzbereit und könnt dann eigentlich auch schon zum Einsatz düsen. Die Einsätze bekommt ihr auch unten links angezeigt. Die müsst ihr dann halt bestätigen und dann seht ihr die auch auf der Map. Also die Map seht ihr unten links oder halt hier. Die öffnet ihr mit der Taste Escape auf der Tastatur. Und dann seht ihr halt auch, ich weiß nicht, was genau das für ein Fenster ist, aber ihr seht auf jeden Fall, wo der Einsatz ist. Das findet man ganz, ganz einfach dann. So. Jo, zu den Funktionen. Was haben wir denn noch? Was auch ganz, ganz wichtig ist, habe ich noch gar nicht erwähnt, im Fahrzeug, wenn ihr drin sitzt, ne? Seht ihr erstmal links über der Map, in der linken Ecke quasi von euren GTA-Fenster, seht ihr die Tankanzeige, da steht jetzt eine 61. Da müsst ihr immer ganz, ganz achtsam vorgehen. Also wenn ihr wirklich keinen Sprit mehr habt, dann muss der Abschleppdienst kommen und das ist natürlich nicht so günstig, ne? Wenn natürlich da gerade eine verletzte Person hinten drin liegt, ne? Die schnell ins Krankenhaus muss. Also, was macht ihr? Ganz, ganz einfach, immer einen Kanister bei haben. Die Kanister nehmt ihr dann einfach so in die Hand und dann geht ihr natürlich ans Fahrzeug und könnt das dann auch theoretisch auftanken. So, Volumen 3 Bar, 1% Grenzwert erreicht. Ist das jetzt der Reifdruck? Ich denke mal, ne? So, auftanken muss ich das jetzt halt nicht. Der ist da relativ noch voll, also das ist alles noch in Ordnung. Das hält sich noch in Grenzen. So, ansonsten zu der Ausstattung. Ich habe eine Taschenlampe noch mit dabei, einen Taser, also Elektroschocker. Na gut, ist jetzt natürlich nicht die optimale Lösung. Aber falls mir irgendwie eine Person zu nahe kommen sollte, dann werde ich den zücken und den einen verpassen, sage ich mal, einen Elektroschock. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt später dann auch so sein wird. Also das ist jetzt bloß zum Demonstrieren, sage ich mal. Dann habe ich auch noch einen Feuerlöscher bei. Den fand ich schon relativ wichtig, dass man den auch bei hat. Also wenn wirklich was brennen sollte, dann kann man den auch schnell zücken und dann sozusagen auch einen Brand löschen. Ja, ansonsten haben wir fast alles erstmal, was den Rettungsdienst und den Notarzt betrifft. So, natürlich wollt ihr euch auch untereinander absprechen. Ne? Also wenn ihr gerade jetzt hier im Krankenhaus seid, Praktikant, Rettungsdienst, Notarzt, Chefarzt, das gibt's alles, das sind die einzelnen Ränge, die ihr auch erreichen könnt. Dann ist auf jeden Fall die Discord-Pflicht gegeben. Also ihr müsst auf dem Germany V-Server auf dem Discord sein, ansonsten könnt ihr auch nicht mitspielen. Alle Infos findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung wieder. Und wenn ihr auf dem Discord seid, könnt ihr euch gerne dort auch stummschalten, sage ich mal. Denn es gibt hier noch eine weitere Funktion, die ich euch gerne mal zeigen möchte. Das ist nämlich ein Funkgerät. Na, das haben wir hier. Das könnt ihr mit der Komma-Taste auf der Tastatur, könnt ihr das aktivieren. So, dann seht ihr oben ein kleines Fenster. Dann drückt ihr, um sozusagen das Funkgerät einzuschalten und die passende Frequenz zu aktivieren, drückt ihr die Taste E. Dann hört ihr so einen kleinen Sound. Dann ist das Funkgerät aktiviert. Dann könnt ihr das Ganze auch wieder hier zumachen mit der Komma-Taste. Frequenz kommt drauf an, wo ihr seid. Das wird dann intern abgesprochen, welche Funkfrequenz ihr benutzen sollt. Dann könnt ihr mit der Backslash-Taste auf der Tastatur, ihr seht es gerade, der Mund bewegt sich, könnt ihr reden. So, dann seht ihr auch oben rechts, dass die Schrift von blau zu gelb switcht und dann seht ihr natürlich auch, dass sie gerade redet. Und dann könnt ihr halt untereinander, intern, zusammen mit euren Kollegen, Kameraden und Freunden, wie auch immer, könnt ihr euch dann absprechen und zusammen funken. Das ist richtig, richtig nice und das macht sich richtig gut. Ihr könnt auch wirklich, einer ist zum Beispiel unten auf der Map in GTA, einer ist oben, ihr könnt euch trotzdem verständigen und das ist natürlich mega. Dann müsst ihr nicht jedes Mal euer Handy rauszücken und dann erst hier anrufen, wo ist denn die Nummer überhaupt? Nee, also da habt ihr das Funkgerät. An alle, die sich für die Blaulicht-Mods, für die Blaulicht-Jobs, meinte ich, entscheiden sollten, habt ihr immer dieses wunderschöne Funkgerät dabei. Ja, um das wieder zu deaktivieren, nochmal die Komma-Taste drücken, die Taste E. Dann ist das Funkgerät auch schon wieder deaktiviert und dann könnt ihr eigentlich auch schon direkt in den Feierabend starten. Also, wie gesagt, falls ihr gerne zum Rettungsdienst kommen möchtet und als Praktikant erstmal reinschnuppern möchtet, dann habt ihr die Möglichkeit, ihr dürft das gerne machen. Ob ihr mich später hier antreffen solltet, das weiß ich bisher noch nicht. Könnte auch sein, dass ich in der Feuerwehr dann aktiv bin, aber vielleicht auch im Rettungsdienst. Das kann ich euch noch gar nicht so sagen. Aber was ich euch sagen kann, solltet ihr auf dem Server sein, dann werden wir auf jeden Fall zusammen quatschen, ne?
Also, auf jeden Fall müsst ihr euch aber an die Regeln halten. Das ist Pflicht. Es gibt hier ein paar Regeln, die man einhalten sollte. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann hoffentlich bald hier auf dem Germany V-Server und vielleicht auch schon in dem nächsten Einsatz. Also, lasst mir gerne mal eure Jobwünsche bzw. eure Jobs in die Kommentare da, was ihr gerne dann später machen möchtet auf dem Server. Ich kann euch mal kurz zeigen, was es für Jobs gibt. Das ist wirklich eine Handvoll. Ihr müsst natürlich dann zum Jobcenter, zum Arbeitsamt gehen und dann müsst ihr euch einen Job aussuchen. Ich habe jetzt hier gerade noch so ein kleines Fenster geöffnet, was ihr natürlich später nicht öffnen könnt. Nennt sich auch Admin-Tool. Dann habt ihr hier verschiedenste Möglichkeiten. Hier Hartz-IVer, finde ich auch richtig klasse. Da kann man wenigstens zu Hause zocken. Und ansonsten Fischer, DJ, Casino, Autohaus. Also es ist so viel, Leute, was man machen kann. Das ist einfach nur Wahnsinn. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr gerne machen möchtet. Kommt gerne auf den Discord von den Jungs vom Germany V-Server. Kommt gerne rauf und spielt einfach gerne mit, Leute. Und an dieser Stelle vielen, vielen Dank, Leute, fürs Einschalten. Ich hoffe, dieses neue GTA 5M-Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir es gerne wissen. Drückt einen fetten Daumen nach oben und hoffentlich sehen wir uns bald. Ich bin gespannt, wie viele Leute jetzt später raufkommen werden. Macht's gut! Bleibt gesund, Leute, das ist ganz, ganz wichtig hier zu der schweren Corona-Zeit und ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Einsatz. Macht's gut, bis dahin, ciao.